Mir gefällt am kreativen Arbeiten die Möglichkeit, das, was einen vielleicht immer beschäftigt, noch in eine Arbeit reinzupacken, die eigentlich vielleicht mit was ganz anderem zu tun hat. Und keiner merkt es, aber irgendwie kannst du es trotzdem machen. Du kannst immer in alles, was du tust, so ein Stück von dir mit rein basteln. Und das ist sowas, was man, würde ich sagen, in anderen Bereichen nicht machen kann, also wenn man nicht kreativ arbeitet. Ich bin Joshua Wolf, ich studiere Kommunikationsdesign in Düsseldorf. Die Entscheidung, Design zu studieren, war definitiv bewusst. Ich habe relativ früh das Zeichnen für mich entdeckt und auch entdeckt, dass ich das ganz gut kann. Mein Vater ist Steinmetz und das heißt Bildhauer und auch künstlerisch, und von dem kam so das Interesse im Endeffekt für so Ästhetik. Neben dem Studium mache ich auch noch Musik, bin in einer Band, also in einer Rap-Crew, und habe dafür auch ein Label gegründet mit eben diesen Leuten, ein Plattenlabel. Und dadurch, dass ich jetzt Design studiert habe, mache ich auch das Design für das Label und für die Band und habe es quasi geschafft, das zu verbinden. Also die Musik, die ich auch schon lange mache, mit dem Design zu verbinden und daraus im Endeffekt eine Sache zu machen. Viele meiner Arbeiten entstehen eher intuitiv. Ich habe manchmal das Gefühl, die erste Idee ist, wenn man dann sehr lange darüber nachgedacht hat, irgendwie kommt man oft zurück. Deshalb bin ich ein großer Freund von Intuition oder Bauchgefühl. Dennoch ist es so, dass ich oft nicht um eine Aussage drumherum komme. Es passiert selten, dass ich was darstelle oder dass ich eine Arbeit mache, in der keine Aussage steckt. Ich versuche das manchmal sogar extra, die Aussage so ein bisschen rauszunehmen, weil mir vielleicht manchmal auch nicht gefällt, was ich unbewusst damit aussage oder was, keine Ahnung, sich von mir irgendwie dann plötzlich darin spiegelt. Ich arbeite normalerweise mit Papier und manchmal nur einem Kuli. Es gehört auch so ein bisschen zu mir, einfach so dieses, ich nehme mir einfach ein Blatt und einen Kuli und das reicht und mehr brauche ich irgendwie jetzt gar nicht. Und dann passiert da irgendwas raus, dann ist es weniger das Material gewesen, als mehr die Idee dahinter.